Cooking TV wird Ihnen präsentiert von Ihren Nah- und Frisch-Kaufleuten. Mein Name ist Regina Winkler. Ich bin Filialleiterin bei Nah- und Frisch Riederich in Ravelsbach. In meiner Freizeit bin ich sehr gerne im Garten, koche dann sehr gerne Obst und Gemüse ein und lade dann Freunde zum Essen. Heute zeige ich euch eine leichte Hühnersuppe mit Kräutertopfen-Gnocchini und Gemüseeinlage. Und dafür benötige ich Hühnerklein, als Gewürze Lorbeer, Neugewürz und Pfefferkörner, Wurzelgemüse und Wasser. Für die Topfen-Gnocchini benötige ich eine Packung Topfen, ein ganzes Ei, Salz, Pfeffer, 4 Esslöffel Weizengrieß, 3 Esslöffel Weizenmehl und eine Handvoll frisch gehackte Kräuter. In einer Schüssel wird der Teig abgeknetet und zu einer Rolle geformt und muss dann ca. 20 Minuten im Kühlschrank rasten. Nach dieser Zeit werden aus dem Teig kleine Gnocchini geformt und mit einer Gabel eingekerbt. In reichlich Salzwasser lässt man die Gnocchini ziehen, bis sie an der Oberfläche schwimmen. Das vorbereitete Hühnerklein kommt in den Suppentopf. Dazu kommen die Gewürze Lorbeer, Neugewürz, Pfefferkörner, zugeputztes Suppengrün und Wasser, Salz und das Ganze wird zum Kochen gebracht. Nach circa einer Stunde Kochzeit wird die Suppe durch ein Sieb abgesät und über die vorbereiteten Topfen-Gnocchini in einem Teller angerichtet. Cooking TV wurde Ihnen präsentiert von Ihren Nah- und Frisch-Kaufleuten.